Ja, bis dato sind mindestens 9 Objekte besetzt worden, so wie ich gehört habe, in unterschiedlichsten Stadtteilen, Neukölln, Kreuzberg, Steglitz. Ich habe gar nicht so ganz den Überblick, weil wir halt hier gerade die ganze Zeit vor der Reichenberger Straße 114 stehen. Hier hat das Friedel 54 Kollektiv ein soziales Zentrum betrieben in den letzten 2 Monaten und ist jetzt nach vorne hin geöffnet. Dafür, dass Cops pro Tag 20 Zwangsräumungen in Berlin durchführen im Schnitt, sind sie hier relativ friedlich gerade noch. Also stehen halt auf der Straße und wollten natürlich, dass wir alles anmelden, aber wir sind jetzt so ungefähr 120 Leute oder so, die vorm Laden sind, sind auch noch ein paar drin. Und ja, wir lassen uns diese Stimmung nicht versauen. So, wir sind froh, dass in Berlin wieder besetzt wird. Ja, gerade in diesem Kiez ist es ein Riesenproblem. Also Einheiten, die vielleicht bis vor 5 Jahren noch von Familien bewohnt wurden, werden jetzt zu Gewerbeeinheiten gemacht, wo irgendwelche Start-up-Unternehmen reinkommen sollen. Nicht zuletzt wegen des geplanten Google Campuses. Hier in der Umgebung wurde auch die Ohlauer Schule geräumt, wo Geflüchtete sich ein eigenes Refugee Welcome Center irgendwie aufbauen wollten. Der Senat hat jede Verhandlung über eine Selbstverwaltung unter den Teppich gekehrt. Es gab tolle Angebote von den Refugees selbst in Zusammenarbeit mit Vereinen. Das wurde zwangsgeräumt. Überall in Berlin steigen die Mieten so. Mittlerweile auch in Marzahn. Und Leute werden verdrängt aus ihren angestammten Kiezen, aus Kreuzberg, Neukölln, Wedding, Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain. Überall passiert es gerade. Und wir haben einfach keinen Bock mehr, das hinzunehmen, während gleichzeitig Räume leer stehen.